Ja? Also auch wenn die jetzt wieder laut sind. Die Lösung, der Professoren sieht ungefähr so aus. Viel Geld erwirtschaften, volkswirtschaftlich Gewinne erzielen durch sinnvolle Reformen und dann davon den Luxus finanzieren, die Klimaziele zu bezahlen, ohne dass es Widerstände in der Gesellschaft gibt. Und das funktioniert ungefähr so. Stellen Sie sich Gesundheitsreform vor. Ja. Da drüben wäre mein Hausarzt, ja, und der würde jetzt in Zukunft spaßmachende Gesundheitskurse, Ernährungskurse, Sportkurse, Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten, alles Mögliche kostenlos anbieten. Die Gesellschaft entwickelt sich gesünder, die Krankheitskosten gehen zurück. Wir sparen 70 Milliarden pro Jahr ein, allein durch diese Reform. Davon müssen wir allerdings der Pharmaindustrie helfen, dass sie das auch überlebt. Denn es wird einen Rückgang an Medikamentenverkäufen geben. Okay. Okay. Da müssen wir ihr helfen, und denn sonst blockiert sie. Und wenn sie blockiert, sie ist mächtiger als wir. Ja? Ja. Und dann am Ende bleiben 50 Milliarden übrig mindestens. Ja? Und davon können wir 5 Kohlekraftwerke stilllegen. Das ist ganz kurz gesagt der Schnellplan. Und dann das Ende, erstmal Ihr Eindruck dazu. Ja, also finde ich gut. Ich hätte auch eine Frage, aber das kann ich gleich machen. Und zwar, das habe ich gerade eben nicht so verstanden mit den Pharmaindustrien. Inwiefern hat das damit zu tun, dass die Medikamenten, dass der Verkauf da zurückgeht? Das habe ich nicht. Wenn der Hausarzt in Zukunft den Leuten gesündere Ernährung beibringt, anstatt ihnen Tabletten aufzudrücken, dann wird das einen drastischen Rückgang in Deutschland der Medikamentenverschreibungen geben. Automatisch, weil das neue System, der Arzt kriegt ja dann nur noch den meisten Gewinn, wenn ich nicht krank werde. Also für jeden gesunden Monat kriegt er dann Geld, und wenn ich krank werde, etwas weniger. Dadurch erklärt sich das. Ja. Also ja, ich habe davon schon mal gehört. Ich finde das halt, ich finde alles gut, was einfach, wo man Wirtschaft mit der Nachhaltigkeit verbindet, was halt gerade ja noch absolut nicht passiert. Das ist bei diesem dritten System perfekt verbunden, nämlich dass alles, was nachhaltig ist, wird belohnt werden, und alles nicht Nachhaltige wird finanziell nicht mehr belohnt werden. Und das ist dieser Wandel. Jetzt zum Schluss noch für Sie, stellen Sie sich vor, Greta Thunberg stände jetzt hier, 30 Journalisten um uns rum, und sie würde nur einen Satz sagen: Lasst uns doch in jeder Talkshow weltweit diskutieren, ob das dritte System der zweiten Scientists for Future für uns nicht vielleicht alle die Lösung ist. Ja? Das ist so der Grundgedanke. Was ich dazu sagen würde, Ja, stellen Sie vor, bildhaft vor, Greta Stände hier, lauter Journalisten. Ich fände es super. Woran ich nur direkt denke, ist, wie kriegt man das hin, dass diese Situation so zustande kommt? Also ich finde es super, was sie für eine Medienfigur geworden ist. Aber wie kriegt man das hin? Denn das Problem ist, dass die jungen Leute, ich spreche ja immer wieder mit Einzelnen, dass die Mehrheit in der Leitung ganz klar das zweite System will, also Revolution, Kommunismus will. Ja? Und deswegen sind die so wenig aufgeschlossen gegenüber dem dritten System. Die Wissenschaftler halten das zweite System für nicht machbar in Deutschland. Deswegen eine Sackgasse. Ja? Und da muss es den Durchbruch kriegen. Und ich sage Ihnen gleich, wo Sie alles finden. Und wenn Sie es dann mal teilen bei Facebook, vielleicht schaffen wir es ja dann irgendwie. Dann danke ich Ihnen. Aber die Grundidee finden Sie gut. Ja, die finde ich gut.